Ja, das ist so manchmal ein bisschen unfair, weil natürlich viele einen selber kennen aus dem Fernsehen, aber man selber ja natürlich die anderen. Also im Fernseher, der geht ja nur in eine Richtung. Ne? Also es gibt diesen alten Witz, den Jan Hofer mal gesagt hat, also wenn Sie Ihre Tapete wechseln, warnen Sie mich, damit mich das nicht erschreckt im Wohnzimmer. Aber es funktioniert ja nur one way. Aber für mich war es nicht so schwer zurückzukommen, weil ich das Umfeld ja kannte. Das war so ein Startvorteil, dadurch, dass ich davor ja schon bei ARD aktuell moderiert hatte und so und viele Kollegen noch, ein paar neue dazu gekommen, aber viele Kollegen eben noch bekannt waren. Ich finde es interessant, dass man jetzt als Boyband-Quote durchgeht bei den grauen Haaren. Ja, also das ist. Das ist ja, wir reden immer noch von Fernsehpublikum. Donald Trump ist gar nicht so ideologisch, aber seine Berater sind es in vieler Hinsicht. Und es kommt darauf an, ob er so beratungsresistent wie in vieler Hinsicht bleibt oder ob er sich da noch ändert. Und wenn er all das, was er angekündigt hat im Wahlkampf, umsetzen möchte, dann stehen uns wirklich Zeiten bevor, die bedenklich sind. So zerbröselt der Keks nun mal. Also das war mein Highlight.